Welche Bedeutung haben Träume? Sind es nur Fantasiegespenster, unbewusste Gedanken und Ängste oder göttliche Offenbarungen? Und wie sollten wir auf Träume reagieren? Von Hirnforschern bis Psychologen gibt es dazu verschiedene Theorien. Ich würde heute jedoch auf die spirituelle Bedeutung von Träumen eingehen. Obwohl fast jeder Mensch träumt und das Gesehene oft Fragen aufwirft, hat sich kaum ein heiliger Vater der Kirche mit Träumen beschäftigt. Schon daraus können wir erahnen, Träume spielen für Christen keine große Rolle. Es gibt keine orthodoxen Bücher und Experten zum Deuten von Träumen. Wir sollen Träumen keine große Beachtung schenken. In der Bibel heißt es über die Träume im Buch Jesus Sirach: Träume haben schon viele in die Irre geführt und die auf sie hören, sind gestrauchelt. Das hängt damit zusammen, dass es drei Arten von Träumen gibt. Es gibt die sehr seltenen Fälle, in denen Gott im Traum etwas offenbart. Es gibt den Regeltraum, der aus den Gedanken und Gefühlen der Menschen entsteht. Und es gibt Träume, die von Dämonen eingeprägt werden. Das Problem ist, dass wir nicht unterscheiden können, woher unser letzter Traum kam. Es gibt am Ende des Traumes ja keinen Abspann, in dem der Regisseur genannt wurde. Die meisten Träume entstehen aus der Hirntätigkeit, die auch im Schlaf nicht aussetzt. Das wurde von den heiligen Vätern schon vor Jahrhunderten erklärt und ist mittlerweile durch die Hirnforschung belegt. Dabei kann auch das, wie der Mensch seinen Tag verbracht hat, auf den nächtlichen Traum Auswirkung haben. Was ist aber, wenn im Traum eine Sünde begangen wird? Hat der Mensch dann gesündigt? Hier kommt es darauf an, wie dieser Traum zustande gekommen ist. Wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag auf einen Menschen wütend bin und nachts davon träume, wie ich ihn zusammenschlage, dann ist es eine Sünde. Natürlich habe ich den Menschen nicht wirklich geschlagen, aber meine Sünde besteht im Zorn, im Hass, den ich gegen diesen Menschen in mir trage. Oder wenn jemand abends zu viel gegessen hat, hat er wollüstige Träume bekommen. Auch hier hat man sich durch seine Völlerei selbst verschuldet. Wenn jemand sich tagsüber jedoch nicht zu Schulden kommen lassen hat und dennoch etwas Schlechtes träumt, trifft ihn keine Schuld. In diesem Fall sollte man bei der Beichte erwähnen, dass man einen schlechten Traum gehabt hat. Nacherzählen braucht man ihn aber nicht. Natürlich gibt es Beispiele in der Bibelgeschichte, wo Träume eine Rolle gespielt haben. Am bekanntesten ist wohl die Geschichte aus dem Alten Testament, als Josef die Träume seiner Mithäftlinge und des Pharaos auslegt und diese Auslegung wahr wird. Doch solche prophetischen Träume kommen nur bei außergewöhnlichen geschichtlichen Situationen und bei besonderen Menschen vor. Bei Menschen, die gerecht sind, ein reines Herz haben und Gott gut gedient haben. Diese Träume sind sehr, sehr selten. Wenn wir einen Traum sehen, können wir uns nie wirklich sicher sein, ob das eine göttliche Offenbarung ist oder nur ein Hirngespinst, das uns durch die Verarbeitung der Ereignisse des letzten Tages vorgespielt wird. Der Traum muss gedeutet werden. Und dann muss man auch noch entscheiden, wie man auf den Traum reagiert, welche Schlussfolgerungen man macht. Das alles ist so unsicher und vage, dass die heiligen Väter übereinstimmend den Rat geben: Ignoriert Träume. Wenn Gott uns etwas sagen oder uns zu etwas bewegen möchte, hat er dafür viele andere Methoden, die er anwenden kann. Auf Träume zu vertrauen, ist dagegen immer ein Risiko und erweckt im Menschen Misstrauen und Zweifel. Die Väter sagten, dass selbst wenn ein Traum von Gott kommt und wir diesen in Demut ignorieren, wir keine Sünde begehen und Gott sich uns auf eine andere Weise offenbaren wird. Gefährlich wird es, wenn ein Traum von Dämonen inspiriert wurde, denn diese wollen uns nichts Gutes und versuchen uns zur Sünde zu verleiten. Dabei gehen sie sehr gerissen vor. Es gibt Beispiele, bei denen Dämonen in Form von Engeln erscheinen und Menschen in Versuchung geführt haben. Man weiß also nie genau, welchen Ursprung ein Traum hatte, ob er von Gott oder vom Teufel kam. Oder ein anderes Beispiel, bei dem Dämonen sich bei dem Menschen ins Vertrauen einschleichen. Entweder versuchen sie ihn zum Stolz zu bewegen, indem sie ihm vorgaukeln, er sei so heilig, dass er göttliche Offenbarungen bekomme, oder sie versuchen, ihn zu manipulieren, indem sie ihm immer wieder etwas zeigen, was am nächsten Tag wahr wird. Über die Zeit fängt der Mensch immer mehr an, auf Träume zu vertrauen, bis die Dämonen ihm einen schlechten Rat geben oder sogar Anweisungen erteilen. Wer auf einen Traum vertraut, geht also das Risiko ein,
in die Falle zu tappen. Und selbst wenn ein Traum von Gott war, welche Bedeutung hat er gehabt? Einen Traum zu deuten ist schwierig, besonders wenn wir keinen gerechten Josef an unserer Seite haben. Nehmen wir an, im Traum erscheint dir ein Engel und sagt, hör auf zu rauchen. Na, dann ist alles klar. Du kannst beruhigt deine Zigaretten in den Müll schmeißen. Du siehst dich im Traum in einem ICE mit einem Koffer und einem Hund. Was soll das heißen? Vielleicht flieg in Urlaub. Oder lass dich scheiden und schaff dir einen Hund an. Oder du reichst zu viel, deshalb wirst du bald keine Freunde aus deinem Hund haben. Wir können uns hunderte gegensätzliche Deutungen ausdenken. Wie ein weiser Priester mal sagte, vertrauen wir also auf Gott und nicht auf Träume.